Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Back to the Roots. Frisch ausgeruht in unserem Bett. So. Mal wieder meinen Timer vergessen zu starten. Ach, das vergesse ich immer wieder. So. Gehen wir jetzt wieder frisch ans Werk. Denn wir waren hier zuletzt bei der Erkundung und wir hatten da hinten irgendwo, da ja, genau da, ein Dorf entdeckt. Das zweite Dorf. In der kurzen Zeit. So, hier ist nochmal unsere Karte, für die, die es noch nicht gesehen haben. Oben links haben wir gestartet, da ist unser Wald und hier in diesem Gebiete will ich mich dann ja auch niederlassen. Das steht ja auch schon mal fest. Mir gefällt die Gegend eigentlich relativ sehr gut. Und ja, wir haben hier zwei Dörfer. Ich werde bekloppt. Hello! Ja. Yep. So. Guck mal, was wir noch so leihen können. Sagen wir so. Leihen. Ich leih mir das, ja? Okay. Wir wollen ja freundlich bleiben. So, haben wir noch Kartoffeln? Da sind Kartoffeln. Hier, hier. Ach, das Weizen brauchen wir jetzt nicht. So, es gibt hier noch irgendwas. Oh, noch mehr Bücher. Kann ich mir auch leihen. So, ein Haus wurde hier mittendrin reingebaut, wo wir nicht rankommen. Mit noch mehr Büchern. Da kommt der echt da nicht hin, ihr armen Schweine. Wartet, ich helfe euch mal. Ganz Straße ist ja total im Arsch. So. Helfe ich euch mal? Wir sind ja freundliche hier, Leutsch. So. Jetzt können sie sich auch da rein bewegen. Genau. Bin ja freundlich. Voll die netten Typen und so. Ja, komm aus dem Weg. Genau. Junge, Junge, hier ist eklig krass. Was ist das für ein Dorf? Ich glaube, das müssen wir auf jeden Fall mal mithelfen zu befreien. Das ist ja unvorteilhaft. Was soll das schon wieder sein? Auch noch so ein Haus. Also hier hat's richtig Mist gebaut. Ja. Ich glaube, das war... Okay. Warum ist einfach mal zugemacht? Warum denn auch nicht? Und hier geht's ein bisschen runter. Ah. Hier geht's rein. Aber bis jetzt keine Schmiede oder so. Das ist schon ein wenig ärgerlich. Und nur ein wenig. Ja, das ist das zweite Dorf. Nicht so großartig bedeuthaftes. Auch nicht besonders für einen Handel. Ne, also die haben momentan wirklich nicht so außer 38 Hirne. Ja. Aber ich keine schlechte Gegend, auf jeden Fall. Das können wir so unterstreichen. Ja. Karte sagt, wir können noch da entlang, genau. Dahin möchte ich auch. Vielleicht finden wir noch ein Dorf. Ja, dann wird es schon langsam wieder zurückkehren und Vorbereitungen anlegen. Um hier eben heimisch zu werden. Natürlich muss ich mir genau angucken, welche Gegend ich jetzt nur als erstes bebauen möchte. Deswegen mache ich auch die Karte. Ich habe schon eine Vorstellung, es wird eher hier jetzt im Norden sein. Denke ich mal. Deswegen noch weiter auskundschaften.
jede Menge Pferde wieder. Da hinten kommt der Birkenwald wieder. Oder ist Birkenwald, ja. Okay, müssen wir immer wieder aufpassen, wohin wir hier laufen. Nicht, dass eine Schlucht vor uns steht. Das wäre ein wenig schlecht. Hühner, Schweine, Pferde, Kühe, hier ist das Paradies. Also, ich kenne von anderen Let's Player und so, die laufen da manchmal kilometerweise. Nur um, ja, ein Schwein zu holen. Oder eine Kuh. Oder ein Schaf. Wir haben hier fast alles um die Ecke. Dementsprechend, so schlecht ist die Gegner ja wiederum nicht. Oh, Sam. Ja, wir sind wieder hungrig. Okay. Wenn wir so schnell laufen können. Ja, so, gerade, da. Können wir noch ein Stückchen hier lang. Hier wäre jetzt die Kartenende, aber hier können wir, noch so mal schauen, was das so gibt. So. Da hinten fängt wieder ein größeres Waldstück an. Ah, so richtig zufrieden bin ich mit irgendwas noch nicht. Die Gegend gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Aber wo ich beginnen möchte. Das muss meine Fantasie anregen, da bauen zu wollen. Da hinten ist noch mal was. Ist das nur Küste oder richtiges Wüste? Wir haben ja schon ein Wüstenbiom gefunden. Das da hinten scheint auch ein Wüstenbiom zu sein. Könnten wir gegebenenfalls. Was ist hier? Okay. Okay, so viel ist es jetzt bis jetzt auch nicht. Ja. Ich weiß nicht so richtig. Gehen wir wieder zurück zur Karte. Großes Birkenbiom, okay. Ein Lava. Okay. Na, sag bitte schön für die Musik. Okay. Richtig oldschool. Ja. Lieben Schafe. Also hier ist die Gegend richtig gut. Hier können wir richtig dicke Farmanlagen bauen. Auf jeden Fall. Karte sagt nein. Oh ne, nur eine optische Täuschung. Ah, oh, ich dachte schon, da geht's ganz tief runter. Jo, jetzt sind wir bald wieder im Norden angekommen. Geht aber ziemlich hoch. Nebenbei ein Ei eingesammelt. Oder war es ein Ei? Ich glaube ja. Okay. Wir sind wirklich gleich wieder im Norden. Ja, aber ich, wie gesagt, bis jetzt, es spricht mich schon an, diese Gegend. Also jetzt bin ich hier weiter südlich da. Aber, cool, wenn ich die Karte so genau anschaue, gefällt mir das da hinten ein wenig. Also das da hinten. Können wir uns mal anschauen. Gehen. Okay, es wird dann wieder langsam dunkel, ja. Müssen uns deswegen auch langsam ein wenig beeilen. Ich glaube, da hinten war auch das Dorf gewesen, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, da hinten sehe ich schon. Ah, ja. So, bei einem Mars futtern. So.
hier ging es tief runter. Ja. Und das ist die Gegend? Ja, ich stehe schon hier mitten drauf. Oh, da ist auch das Dorf. Wir entfernen uns mal ganz schnell von dort. Wir würden direkt am ersten Dorf hinkommen. Gerade mal genau angucken. Ja, da wird ungefähr das Dorf sein. Da wird das ungefähr sein. Obwohl, ich könnte das Dorf nehmen und da drüben das nehmen. Ich glaube, ich habe schon eine Idee. Ja, das könnte gut hinkommen. Aber zuvor erstmal unser Bett aufstellen, ein paar Fackeln, ja, müsste reichen, und schlafen gehen. So. Wieder ausgeruht. Und ich verfolge mal meine Idee gerade. Dafür muss ich da rüberlaufen. Also, wo das Dorf ist, da will ich auch weiter ausbauen, die, ich nenne es mal Stadt. Nur das Gebiet so, das Zentrum so. Und meine Resistenz, also mein Sitzplatz da, als König, Kaiser oder wie auch immer. Nee, ist es hier schon? Nee, ich glaube, ich muss da rüber. Genau. Es gibt keine Verbindung, oder? Komplett getrennt? Scheint so. Von der Karte her ist es komplett getrennt. Also muss ich da noch eine Verbindung hin machen. Eine Zugbrücke oder so. Ja, genau. Ja, kommt langsam so meine Ideen. So, hier halt mein Königspalast oder Kaiserspalast, je nachdem. Wäre auch ein ziemlich großes Stück. So wäre es sein jetzt nicht. Da gibt es eine Verbindung. Ja. Ja, im Süden mal gucken, wie es da aussieht. Also wenn mich mein Platz schon haben, wo ich noch was sehe. Ja, da kam ich, glaube ich, den Dorf zu nah. Okay, hier wird es komplett eine komplette Verbindung geben. Ich dachte, hier wäre es dann irgendwie begrenzt durch einen Fluss, so wie hier. Da würde der Fluss kommen, hier würde ich über meine... Genau, stimmt. Kann man gut verstehen, hier hat man eine gute Übersicht. Wenn ich hier noch ein bisschen hochbaue und sag ich mal hier so mein ja, Palast, kann man sagen, kann ich doch von hier aus schön in meine Stadt reingucken. Muss halt nur zum Beispiel diese Verbindung öffnen, dass hier auch kompletter Flussdurchlauf ist. Ja, das ist doch mal eine gute Idee. Genau. Damit ich weiß, dass ich hier hin machen möchte, stelle ich mal eine Fackel hin. Weil ich dann hier möchte so meinen Thronplatz machen. Wie sieht das mit dem Dorf aus? Ich denke mal, ich muss das Dorf am Anfang erstmal befestigen. Ja, mit einer provisorischen Mauer drumherum, jede Menge Fackeln, dass da auch dann halt keine Zombies spawnen, wenn ich jetzt baue oder was mache, in der Nähe bin, dann, ja, wir wollen ja nicht, dass die so schnell verrecken, die Netten. So, das andere Dorf, das ja irgendwo südöstlich ist, also irgendwo dort hinten da, ja, da ungefähr, ja, das können wir als zweite Stadt machen, wegen so groß, ich glaube, wird die Stadt hier nicht werden. Unten ist wieder Sumpfgebiet, okay. Können wir eine zweite Stadt machen. Damit Straßen verbinden, genau. Und dann halt die ganz lange Straßenverbindung hier zu unserem Hauptplatz. Nein, nicht Hauptplatz, zu unseren Dings. Zu unserer Waldhütte und so. Da können wir auch so noch ein paar kleinere Häuser bauen. Ja, so ein paar Einsiedler, kann man sagen. Ja, das könnte echt gut klappen. Wie machst du das mit den Leuten hier?
Das wird noch eine Frage. Wie will ich die Mauer machen? Aus Holz? Aus Stein? Stein ist momentan eh rar. Holz krieg ich eher. Ja, ist gut. Da muss es halt auch so eng wie möglich gemacht werden. Weil hier wirklich so ganz knapp, so zack, 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 zack. Wird aber jede Menge Holz. Das wird eine Menge Holz werden. Dann nehmen wir das so, wie es gerade ist. Und meinen Heimweg laufen wir nochmal einen anderen Weg so. Dass wir da nochmal beim Heimweg nochmal was erkunden können. Vielleicht das ein oder andere doch noch entdecken. So. Wie kann man dann auch so, wenn wir das ein oder andere entfernen, sogar, wie nennt man, Schiffshandelwege erzeugen? Beispiel die großen Bauhölzer hier von unserer Waldhütte dort zur Festung hin transportieren, ist ja auch nicht so gerade ein einfaches Unterfangen. Okay. Sind wir wieder hier? Nur Sumpfgebiet, das gibt's ja nicht. Ist hier jetzt eine Hütte? Ja, das ist eine Hütte. Können wir wieder was plündern gehen? Haben wir irgendwie ein Boot oder so? Das geht mir gerade ein wenig. Ja. Warum müssen wir das hier hinstellen? Dann ist das. Das hinstellen. Und dann müsste man, glaube ich, das machen. Genau. Da haben wir es dann wieder. Und das nehmen wir wieder mit. Nee, dahin, glaube ich, muss ich eben ein Boot fahren. Das geht ja gar nicht. Aber vorsichtig. Nicht, dass ich ein paar Seerosenblätter mitnehme. Ja. So wie jetzt. Vorsichtig. Ein Hexenhaus. Ah, da ist passiert. Okay, den Rest schaffe ich auch so. Ja, ich glaube, brauche etwas. Ja. Wo ist der Eingang? Eingang, wo bist du? Da bist du. Okay, ah, mein Gott, immer hier unter Wasser sein. Machen wir so, oder auch nicht. Dann so. Hier leicht rum und tada. Kriegen wir auch noch und hier plündern wir auch einfach mal alles. Zack, auch einfach mit. Zack, so, geplündert. Signalisieren wir mit einer Fackel. Beim anderen haben wir es auch nicht gerade gemacht, aber egal. Egal. Oh mein Gott, immer hier unter Wasser sein. Ich sollte mir aufhören, hier unter Wasser schön zu gehen. So hört ihr ja nichts, was ich sage. Naja. Das wird jetzt eine lange Heimreise. Ja, wer weiß, was uns jetzt noch hier antrifft. Mein Gott. Sampmoor, nein. Hüpf und hüpf und hüpf und hüpf und hüpf. Noch mehr Sampmoor, das gibt's ja nicht. Mal kurz hier auf die Karte gucken. Hüpf und hüpf und hüpf und hüpf und hüpf. Und hüpf. Okay. Hüpf und hüpf und hüpf und hüpf und hüpf und. So. So, was haben wir denn da hinten noch? Ich glaube nichts Besonderes. Nope, nur noch mehr Wasser. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So viel Wasser. Na komm. Muss ich wieder ein Boot bauen. So, jetzt wieder weg. Und
mal ein bisschen futtern gehen. Denn die Sonne geht auch schon wieder unter. Wir sollten uns mal jetzt beeilen hier. Oh Gott, noch mehr. Ausweichen. Nein. Nein. Ich glaube, noch ein Treffer kann er vertragen und dann ist er weg. Oh Gott, nein. Nein. Nein, nein, nein. Nein. Ah. Naja, einen Großteil haben wir doch noch geschafft. So, jetzt kommen wir wieder, ich glaube, in unseren Wald sogar. Den dunklen, großen Wald. So, wir stürmen einfach mal hinein. Oh, ich glaube, hier können wir jede Menge abholzen. Wie gesagt, das ist ja wirklich jetzt, wo wir echt sagen, wir müssen jede Menge Holz abholzen. Das werde ich auch dann mal offline tun und ja, dann werden wir weiter sehen. Wie das Sumpf, okay. Okay, bin hier lang. Was war das für eine komische Musik im Hintergrund? Jetzt läuft gar nichts. Jo. Also, Plan ist erstmal, vor Ort haben wir erstmal nichts zu bauen. Dementsprechend können wir uns jetzt darauf konzentrieren, erstmal schlafen zu gehen. Okay. Ich hoffe, euch heute nicht gestört, dass wir ein bisschen, ja, schnarchen. Ja. So. Wo ist lang? Da lang. An den creepy Kürbissen hier vorbei. So. Jetzt haben wir wieder komische Musik im Hintergrund. Hat er lange gebraucht. What? Geht weg! Na, hier irgendwo müsste jetzt bald auftauchen. Unsere Hütte. Laut gerade. Hütte! Sweet home! Home, sweet home! Wo bist du? Hey, Bruchbude! Wo bist du? Komm raus! Spinne. Lava. So. Meine Güte. Oh, jetzt schlägt sie hier gerade verdammt hart. Uiuiui. So, nebenbei mal Dings gemacht. Screenshot. Von hier gekommen. Oder nicht? Das ist gerade blöde. Scheiß Wald. Und ich mein Fahrleger? Nee, machen wir nicht. Das ist ein bisschen zu scharf. So, ich bin wieder out of power. Und es war langsam gut, dass wir auch endlich nach Hause. Ah, da ist sie! Ja! Da ist unsere Hütte. Okay, von hier aus. Okay. Schnell rein.
Puh, erstmal, wuhu, wir sind ins Leben zurückgekommen. Yay. Okay, hier oben, so, hier oben, genau hier. Verabschiede ich mich für die zweite Folge der Erkundung. Ich hoffe, es hat euch gefallen, so was wir so bis jetzt entdeckt haben und so. Und auch mit den Plänen, die ich jetzt so entwickelt habe. Also, wir werden von oben links so jetzt weiter nach östlich verreisen und dort unsere Heimat aufbauen. So, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann schaut beim nächsten Mal wieder vorbei, wenn es wieder heißt Minecraft, Back to the Woods und bis dahin, tschüss!